31. Juli 1715. Bei einem Hurrikan versinkt die größte Schatzflotte der Geschichte. 40 Kisten voller Juwelen und Goldkronen für die Königin von Spanien. Ein 300 Jahre altes Rätsel. Weißt du, was das ist? Danach suche ich seit 8 Jahren. Eine ungewöhnliche Partnerschaft. Sie sind geschieden, seit genau 60 Sekunden. Du hattest von Anfang an recht. Wenn wir dieses Schiff nicht suchen, lässt uns das nie wieder los. Ich fass es nicht, dass du mich damit zu ködern versuchst. Bitte, Tess, du willst mich doch wohl nicht schlagen. Um den größten Schatz der Geschichte zu heben. Ich wette um $1000, dass ich was finde. Du hast aber keine $1000. Dann eben 10. Du hast nicht mal 10. Brauchen Sie einen risikofreudigen Investor. Schatzsuche vor den Bahamas? Ja. Aber das Problem bei Schätzen ist... Wenn jemand dahinter kommt, sind wir im Arsch. Dass jeder... Wenn irgendeiner den Schatz findet, dann bin ich das. ...etwas abhaben will. Ich sag dir was, du findest den Schatz und du darfst leben. Das ist doch witzig. Was, wenn's ein Schädel ist? Hör auf, ja? Und wenn's eine Leiche ist? Dann war's ein Zwerg. Du sitzt auf einem gigantischen Geheimnis, von dessen Existenz niemand wusste. Wehe, wenn du auch bloß dran denkst. Was? Du weißt was. Bist du getroffen? Nein, bist du getroffen? Noch nicht. Duck dich! Was? Wann hast du dieses Ding zu den Schafen lassen? 1715. Ja. Matthew McConaughey. Kate Hudson. Cass! Woher wusstest du, wie das geht? PlayStation! Wir fliegen! Yep! Wie landen wir denn? Yep! Ein Schatz zum Verlieben. Demnächst im Kino.